Hey meine Lieben, buongiorno, guten Tag, merhaba, günaydın, bonjour, buenos dias und gute Tag. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir alle zusammen insgesamt schon über 12.600 Elektrobeister draußen sind. Das freut mich und das macht mich unheimlich stolz. Heute geht es um den Ford Mustang Mach-E mit der großen Batterie, 90 Kilowattstunden Nettokapazität nutzbar. Allradantrieb, 351 PS, 560 Newtonmeter, 0 auf 100 in 5,1 oder 5,2 Sekunden. Was er kann, definitiv. Aber wir haben mittlerweile 30.000 Kilometer mit dem Ford Mustang Mach-E zurückgelegt. Was passiert mit so einer Batterie? Denn bei den Elektroautos, an alle Neuen jetzt, die auf ein Elektroauto umsteigen möchten, die sich mit dem Thema Elektromobilität jetzt langsam durcheinandersetzen, das wird ein sehr, sehr, sehr interessantes Video, denn für mich wird es auch Premiere sein. Wir werden heute gemeinsam die Batterie von dem Ford Mustang Mach-E auslesen. Denn ich möchte wissen, er hat mittlerweile 29.000 Kilometer drauf und zu 80% nur Langstrecke, das heißt Autobahn. Und das wiederum bedeutet, meine Lieben, ich habe viel öfters schneller geladen als langsamer. Das bedeutet DC. DC bedeutet schnelles Laden, Gleichstrom. Und AC kann man auch laden, wenn man zu Hause eine Wallbox hat, wenn man eine PV-Anlage hat oder so wie ich, du hast zu Hause keine Lademöglichkeit, aber in deiner Umgebung, in deiner Stadt, wo du wohnst, ich wohne hier in Köln-Weiden, da gibt es schon einige öffentliche Ladepunkte. Nichtsdestotrotz, aus Bequemlichkeit oder auch aufgrund der Langstrecken habe ich ihn sehr oft an den Schnelllader angeschlossen. Und das soll ja für die Batterie nicht so gesund sein, sagen alle. Und das soll zu einer höheren Degradation führen. Was ist Degradation? Degradation ist, wenn die Autobatterie mit der Zeit an Speicherkapazität verliert und somit auch an Reichweite. Ja? Das ist völlig normal, das gehört zu jeder Batterie. Du kaufst dir ein neues Handy, boah, das Ding hält 2 Tage am Anfang und nach 2 Jahren, flup, nach einem halben Tag ist das Ding leer. So schlimm ist das jetzt bei den Autobatterien natürlich nicht. Ich möchte jetzt nicht zu viel quatschen, ich nehme euch jetzt mit gleich auf mein Handy, denn was brauchen wir dazu, um die Batterie auszulesen? Wir brauchen eine App, die zeige ich euch, welche App ich benutze, und wir brauchen unbedingt einen OBD-Scanner. Ein OBD-Scanner-Dongle, den ich euch auch gleich zeigen werde. Natürlich nicht jedes OBD-Gerät arbeitet mit jeder App zusammen, also es muss schon passen. Ich gebe euch heute einen Tipp für eine Kombination, wie ihr das machen könnt, und ja, wenn ihr auch ein Elektroauto habt oder vorhabt, eins zu kaufen, dann bleibt dran, das wird super spannend. Ja, bevor das Video aber gleich beginnt, möchte ich noch ganz, ganz, ganz schnell Eigenwerbung machen. Eigenwerbung stinkt, ich weiß, aber nicht in dem Fall, denn da hast du jetzt was auch davon. Und zwar biete ich, der Tarek aus Köln, eine einmalige Gelegenheit für jeden, der sich für das Thema Elektromobilität interessiert. Du willst auf ein Elektroauto umsteigen, du hast aber so viele Fragen im Kopf. Ich biete dir einen Elektroauto-Crashkurs an für 2 Stunden. Wir fahren gemeinsam mit dem Ford Mustang Mach-E und mir zusammen. Du kannst noch eine Person dabei mitbringen. Ich erkläre dir Learning by Doing. Wir fahren zu einer Schnellladesäule, wir fahren zu einer AC-Ladesäule. Ich erkläre dir von A bis Z alles über Elektroautos, über die Grundprinzipien der Batterienutzung und der Elektromobilität allgemein. Wir quatschen dann gemeinsam auch über meine Erfahrungen jetzt in den 1,5 Jahren, wo ich elektrisch unterwegs bin. Und ich erkläre dir alles über die ganzen Apps, über die Tarife, über Ladekarten. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Unterschiede beim Laden? Bei welchen Anbietern? Und welches Elektroauto passt am besten zu dir mit welcher Batteriegröße? Also ich würde das Angebot wirklich annehmen, denn jeder, der das Angebot, und das waren schon einige, die das Angebot angenommen haben von mir, die bei mir zum Kurs da waren, die waren alle wirklich bisher sehr zufrieden. Ich kriege von denen immer noch heute Mails und Nachrichten, die sich bei mir bedanken, deswegen, wie nützlich das für sie war. Ich nehme euch einfach die Angst und ich erkläre euch alles. Ja? Kostet 99 Euro, ich komme auch zu dir nach Hause. Gegen einen kleinen Aufpreis, aber das besprechen wir alles, wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst unter elektro@yahoo.com. Schreib mir eine E-Mail, wir tauschen die Nummern und dann machen wir einen Termin aus. So, im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach. Alles, was wir dazu brauchen, ist, wie eben schon erwähnt, ein OBD-Dongle. Das sieht dann übrigens so aus. Das schließen wir an unseren Diagnoseport am Auto an. Und zwar beim Ford Mustang Mach-E ist es hier unten. Zeige ich euch ganz kurz. Da. Seht ihr? Da ist er.
diesen OBD-Dongle. Den Link dazu tue ich unten verlinken. Den habe ich im Netz gekauft für knapp etwas über 30 Euro. V-Linker MC Bluetooth heißt der übrigens. Und ja, wird uns auf jeden Fall eine große Hilfe sein bei der Auslesung der Batterie. Den setzen wir jetzt hier unten gemeinsam rein. Und zack, leuchtet er schon einmal rot und einmal blau. Es hat noch zusätzlich eine Sicherheitsfunktion, und zwar hat er hier einen kleinen Pin. Erst wenn man da drauf drückt, wird Bluetooth aktiviert. Also quasi ein kleines Sicherheitsmerkmal, denn diese Bluetooth-Geräte, da kann ja jeder mit einem Bluetooth-Zugriff da rangreifen und die Daten von deinem Auto auslesen. Was sollen die aber damit tun? Also ich würde mir da jetzt nicht unbedingt einen Kopf machen und einfach locker bleiben. Ja, man kann es auch nach jeder Fahrt einfach abziehen. Dann passiert da überhaupt nichts. Was ich aber unbedingt erwähnen möchte, ist, das Teil bzw. dieser OBD-Port ist an die 12-Volt-Batterie angeschlossen. Und da an diesem Anschluss gibt es immer Saft. Und wenn man den OBD-Dongle über Nacht, über mehrere Tage in der Garage da dran stecken lässt, ich weiß nicht, ob es dem 12-Volt-Batterie etwas schadet, oder ob es wirklich sehr, sehr, sehr wenig Spannung zieht. Also ich hatte die mal 2 Tage vergessen, da ist nichts passiert. Ja, also alles gut, Leute. Denn ich nutze ja auch eins für A Better Route Planner, allerdings einen anderen OBD-Dongle. Das Video verlinke ich euch unten auch hin, denn jedes Elektroauto hat die Möglichkeit mittlerweile, wie bei Tesla oder wie bei meinem Ford Mustang Mach-E, sich eine Routenplanung automatisch mit Ladesäulenintegrierung zu fertigen und dann so zu fahren. Dank A Better Route Planner in Verbindung mit einem OBD-Dongle, ohne dass man auf Trinity oder andere Apps zugreifen muss mittlerweile. Läuft einwandfrei, Video und Beschreibung, alles dazu hier unten in der Beschreibungsbox. Jetzt geht's aber los. Welche App nutze ich dafür? Es gibt verschiedene Apps für Diagnose, Fehlermeldungen, Diagnose-Apps und so weiter und so fort, weil auch Verbrennerfahrer nutzen diese Apps sehr oft. Ich habe mich für CarScanner entschieden, denn bei CarScanner werden auch Hybride und Elektrofahrzeuge unterstützt und wir können da in dieser App sehen, wie die Degradation nach knapp 11 Monaten oder 10 Monaten, nach knapp 10 Monaten und 30.000 Kilometern bei dem Ford Mustang Mach-E denn aussehen wird. Ich nehme euch jetzt mit auf mein Handy und aktiviere Bluetooth, verbinde die App mit dem OBD-Dongle und dann gucken wir mal, was für Daten uns dann gezeigt werden. Ich bin gespannt. Ja, willkommen auf meinem Telefon, ihr Lieben. Jetzt seht ihr auf der rechten Seite die App CarScanner. Okay, Bluetooth habe ich am Telefon aktiviert. Bluetooth ist aktiv. Wenn ich jetzt auf Bluetooth gehe, dann seht ihr hier jetzt ganz oben V-Linker MC. Das ist unser OBD-Dongle. So, jetzt aber zurück. CarScanner ganz rechts. Wir gehen jetzt in die App rein. Und ganz unten steht in blau Verbinden. Wir drücken jetzt auf Verbinden. Verbindung zum ELM-Adapter Bluetooth V-Linker MC. Die muss man nämlich, den OBD-Dongle muss man vorher in der App registrieren bzw. suchen und koppeln. Und das ist eine Sache von 2 Sekunden, das ist super einfach. So, jetzt seht ihr unten, ich könnte jetzt trennen. Das bedeutet, unser Auto ist jetzt mit dem OBD-Dongle und dem CarScanner-App zusammen aktiviert. Wenn wir jetzt oben links in den Dashboard gehen, Björn Nyland-Ansicht, sage ich nur. Das kommt uns allen natürlich irgendwie bekannt vor, aus Norwegen, nicht? Das, was alle technikbegeisterte YouTuber benutzen, ich bin nicht so der Typ dafür, war ich auch nie. Aber was haben wir denn hier jetzt? Wir haben ganz oben links 31,1% an SOC. SOC bedeutet State of Charge, okay? Und am Display steht 30%, das stimmt mit dem Auto überein. Dann sehen wir die Batterietemperatur 9 Grad, HVB Coolant Inlet, also 9 Grad. Jeder, der mit diesen Daten was Besseres anfangen kann, bitte kommentieren und klärt uns alle noch auf. Jeder, der da drin schon geübt ist oder jeder, der viel mehr daraus interpretieren kann. Ganz unten rechts steht HVB Minimum Modul Volt, also 3,6 Volt, ja. Unser 12-Volt-Batterie hat momentan 85%, werde sich aber während der Fahrt wieder langsam auffüllen, beziehungsweise aufladen, ja. So, wir gehen jetzt einmal zurück und
rechts, ganz oben rechts steht jetzt Sensoren. Wir gehen mal auf Sensoren. Da kommen jetzt die ersten Daten. Also nochmal an alle, die jetzt spezielle Sachen besser auslesen können. Wir sehen jetzt hier Fahrzeugkilometerzählerstand 28.927 Kilometer, ganz oben. Das stimmt, ja. Was ganz interessant ist, ganz oben Hochvoltbatterie Age, also das Alter von der Batterie von unserem Mustang Mach-E, 11,33 Monate. Ich habe das Auto letztes Jahr im Juli zugelassen übrigens, ja. Wir scrollen jetzt einfach so weit runter, bis wir unseren State of Health sehen von der Batterie. Odometer. Da ist er. Also, jetzt schaut bitte ganz nach unten. Ganz unten. Hochvoltbatterie State of Health 96,5%. Habt ihr es alle gesehen? Nochmal ganz unten. Hochvoltbatterie State of Health 96,5%. 96,5% State of Health. Das bedeutet, wir haben eine Batteriedegradation von 3,5% nach 30.000 Kilometern beim Ford Mustang Mach-E jetzt einbüßen müssen. Ist das viel? Ist das wenig? Ist das normal? Also, meine Lieben, ich habe natürlich viel drüber gelesen. Normal wären bis zu 5% Batteriedegradation im ersten Jahr, weil die Zellen in der Batterie sich im ersten Jahr erst setzen und nach dem ersten Jahr würde das nicht mehr so stark abfallen, sondern erst linear bleiben und dann ganz zum Ende gegen hin, zum Ende der Lebenszeit der Batterie, also nach 10, 11, 12 Jahren irgendwie, würde er bis zu 20-30% an Degradation verlieren. Aber auch dann bedeutet das nicht, dass die Autobatterie kaputt ist, sondern einfach nur weniger Speicherkapazität hat und weniger Reichweite bietet. Ja, ich bin total erleichtert. Unser Ford Mustang Mach-E hat trotz, dass ich sehr oft an DC geladen habe, sehr oft mit 150 bei Ionity, bei ENBW, bei Fastnet. Ihr kennt unsere Roadtrips. Wir sind sehr, sehr, sehr viel unterwegs mit NAS. Deswegen haben wir wirklich auf den Autobahnen nur geladen und beziehungsweise nur DC geladen. Natürlich nicht nur. Auch überall, wo es geht, lade ich gerne AC, weil es nun mal auch stressfreier für die Zellen sind, für die Batterie ist, sagt man zumindest so. Aber ich habe jetzt echt irgendwie mit 4,5 oder 5,5 oder 6% gerechnet. Aber 3,5% Degradation, das ist nichts. Das kann ich super, super gut verkraften. Also, Glückwunsch an Ford. Anscheinend haben die wirklich eine super qualitativ hochwertige Batterie hier verbaut. Eine Lithium-Ionen-Batterie. Es gibt mittlerweile auch Batterien, die kobaltfrei sind oder LFP-Akkus von Tesla, was das neue Modell 3 hat zum Beispiel. Den kann man dauernd auf 100% laden, den kann man schnell laden und so weiter. Der ist aber dann bei Kälte ziemlich empfindlich. Das heißt, der wird dann lahmer und lahmer. Den muss man auf Temperatur bringen. Ja? Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin super, super, super erleichtert, dass das jetzt nicht so katastrophal ist, sondern sich sogar im oberen Bereich hält, also im oberen positiven Bereich beim Ford Mustang Mach-E, finde ich super. Ich bin allgemein mit dem Auto sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, 5 Sachen, was mich nerven und findet ihr alles auf unseren Playlists, unsere Roadtrips, unsere Städtereisen, Städtetrips, findet ihr alles da. Nochmal eine ganz wichtige Info an alle. Wir haben jetzt am 28. Mai in Zusmarshausen ist unser Treffen geplant. Alle, die jetzt dabei sein möchten, unbedingt schon mal notieren. Ja? Uhrzeit nachmittags irgendwann werden wir euch aber 2 oder eine Woche vorher mindestens Bescheid geben über YouTube, über Instagram. Folgt uns auch über Instagram. Elektrobeist heißt mein Konto auf Instagram. Und da findet ihr definitiv immer viele interessante Videos. Auch vor allem Dingen über Autos, die ich schon teste und die man auf YouTube noch nicht sieht. Und noch eine kleine Info. Es gibt mittlerweile Elektrobeist, T-Shirts und Hoodies und Cappies und Aufkleber. Alles drum und dran von Electric Rebels in Zusammenarbeit mit dem René. Er betreibt einen Shop dafür, einen professionellen Shop. Jeder, der Bock hat, bei unserem nächsten Treffen im Electrobeist Family Look zu erscheinen, würde uns doppelt freuen, nicht? Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie nochmal behilflich sein. Link zum OBD-Dongle, zum OBD-Adapter lasse ich euch unten. Könnt ihr euch gerne bestellen. Also auch bei eurem Auto mal gucken und dann machen. Ja, das war's von mir. Das war's aus Köln. Liebe Grüße,